Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal City Skylines. Also da gehe ich direkt auf neue Spiele. Wir suchen uns erstmal irgendeine Map aus, wo viel Platz hat. Ich glaube, das hier sieht eigentlich ganz solide aus. Also beginnen und let's go. Wir sind angekommen und hallo, ja, das brauche ich nicht. Nein, ich will nichts mehr. Ich bin schon Profi. Ja, ja. Okay, wo ist die Autobahn? Hier. Da müssen wir erstmal hier so eine schöne Strecke von da am besten. Ich sau viele Bäume. Okay. Ein bisschen so eine gerade Strecke, ne? Können wir so einen Straßennamen machen? Ja, ne? Nee. Doch. Straßennamen oder Stadtnamen auch. Ich kann, okay, Parkstraße, aber ich lasse erstmal die Straßen so. Dann tue ich hier mal vielleicht eine Strecke entlang fahren. Aber ich möchte es halt so machen, dass hier auch alles gut benötigt wird. Aber schau mal, wir haben jetzt nicht so krass viel Platz und ich weiß nicht, ob wir es uns weiterkaufen können. Damit wir anfangen. Hier könnten wir eine super Strecke bauen. Erstmal es vielleicht so lang bauen. Und am besten noch ein Industriegebiet direkt, damit die Leute auch ihre Cash verdienen. Ne? Aber ich glaube, es ist am Anfang jetzt halt Minus. Wir machen Minusgelder. Nein, nein, nein. Okay, Wasser. Was ist das? Eine Pumpe, ne? Okay, weil komm ich hier die Pumpe dann direkt dahin lassen. Okay. Dann haben wir das schon mal und dann noch natürlich Abwasser. Und soll dann am besten genau daneben. So. Ich möchte halt viel sparen, ne? Hier Kloche. Ja. Hier, dann haben wir schon mal geschlossen. Und dann würde ich sagen, lassen wir ihn einfach jetzt hier lang leiten. Am bestenfalls, ich möchte ja sparsam mit den ganzen Zeug umgehen. Gehen wir jetzt halt hier hin, ungefähr dass die Range passt. So. Ja, lassen wir es einfach weiterleiten. So. Dann können wir einfach hier weiterleiten. Okay, dann platzieren wir hier am besten noch in den Radius. Wahrscheinlich eher. Ich schätze 5, kann man hier machen? 4. Ich suche schon einen hohen Spot. Wo ich halt am meisten verdiene, ne? Hier. Okay. Ich mache jetzt die Dinger kaputt, weil ich das nicht. Okay, dann mache ich jetzt hier erstmal eine Verbindung. Ich glaube, das ist der Bereich, wo ich anfangen kann. Ja. Ist es sogar. Und dann lasse ich jetzt mal hier lang laufen und dann. So, wird die Pflanze hier zur Stadt. Okay, weil da haben die nicht alle ihre Dinge. Dann würde ich sagen, hier bauen wir auch Häuser hin. Ja. Und Läden hier. Und hier auch vielleicht ein paar Läden. So kleine. Die lassen wir mal frei. Und hier auch. Bauen wir hier auch wieder Häuser hin. Also soll ich auch schöner sein hier, ne? Okay. Und am besten. Direkt noch so ein Industriegebiet in der Art. Vielleicht können wir hier weiterleiten. Ja. Warte durch. Ja, kann man. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir hier die Strecke, wo nichts kommt. Ja. Und dann fangen wir hier langsam an. Hier fahren wir durch. Und das ist hier unser riesiges Industriegebiet. Da brauche ich hier vielleicht so ein Industriegebiet. Ich glaube. Ich passt das. Also wir wollen jetzt nicht so krass groß beginnen. Ja, vielleicht noch ein paar Häuser, weil wir haben auch einige Indien jetzt noch. So, ist auch keiner hier so drin hat. Anfrage nach Wohngebieten. Wir brauchen mehr Wohngebiete, aber jetzt. Lass mal laufen. Nee. Es fehlt uns in der Stadt noch. Wasseranschluss hier habe ich vergessen. Ganz wichtig. Die möchten ja hier auch Wasseranschluss haben. Die wollen ja hier nicht der Abseits der Welt sein und kein Wasser haben. Weil Wasser ist schon überall wichtig, ne? Und. Okay. Produzieren die hier schon gleich? Warte, ich mache mal die Zeit auf Maximum. Ja. Oh. Ja, die kriegen alle Fernseher an. Was wollen die? Wirtschaftsfenster freigeschaltet. Was? Oh, Budget, aber lass ich mal erstmal. Ich mach's mal, dass wir halt wirklich. Alter, wie schnell bauen die hier. Ich glaube, es wird was Gutes, die City.
Die haben auch alle ihren Strom, Wasser. Den Strom auch. Super. Und Wasser ist auch da. Okay. Geringe Anfrage nach Läden und Industrie, aber hier ist doch genug Platz. Was wollen die von mir? Ich fährt doch noch ein bisschen die Straße weiter, kommt ihr dahinter. Können wir Beschilderung machen? Oh, warte mal, ich nenne die Straße mal. Industriestraße. So will ich haben. Industriestraße, okay. Was, sie brauchen alle Strom? Oh, stimmt, ja, hier ist ja kein Ding geleitet. Aber wir haben Strom. Okay, Leute. Wir bauen es hier einfach. Weil wir genug Geld noch einigermaßen haben, können die dann hier ihren Walnuss. Walnussstraße, okay. Was ist das? Infos. Oh, die Leute, wie gut glücklich sind. Wohngebieten, sehr gut. Gewerbe noch krasser, aber Industrien, warum nicht? Warum sind die nicht so zufrieden? Sie hier sind sehr zufrieden. Ah, Wohngebiet. Aber Wohngebiet ist nicht so krass zufrieden. Warum sind die Wohngebiete nicht so zufrieden? Brauchen die Park und so, was sie noch nicht bauen kann, oder? Das fängt nicht so schön an. Mann, die betteln. Ah, jetzt. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum betteln die immer noch an den Strom? Aber nach Industriegebäuden sind noch sau groß die Nachfrage, okay? Da die viel Industrie haben wollen, ne? Kriegen die viel Industrie. Die wollen und die kriegen. Und natürlich machen wir auch. Ne, wir machen keine Häuser, weil die Nachfrage nicht so hoch ist. Und dass die Leute nichts mehr dafür sagen, dass sie mehr Industrie. Ich baue bestenfalls hier nochmal so eine Brücke. Da können dann so viele Leute arbeiten. Ich sag euch, das wird das Beste. Aber natürlich, wenn wir hier noch gar nichts hinbauen vorerst. So, wir können mal schauen, wie der Verkehr hier ist. Also, der müsste eigentlich auf gar nicht sein, ja. Ist eigentlich sehr niedrig, ne? Das ist sehr gut. Und hier bauen halt immer noch Leute. Das ist sehr, sehr gut sogar. Und Leute, wir brauchen mehr Wohngebiete. Aber es, nach den ganzen Dingen wundert es mich auch gar nicht. Ich bin sehr schlecht in Wohngebiete einteilen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es mit der Verschmutzung ist. Ich möchte so machen, dass man natürlich wenig Verschmutzung wie möglich kommt, aber dass halt die Leute nicht krank werden, ne? Ich mache das mal so. Ah, oh, da ist schon einiges nachgefragt, ne? Machen wir das einfach weg und dann. Oh! Da fährt ein Traktor rum. Ah, Fußgänger sind auch. Es ist schön so. Und Leute, schaut mal, wir machen unser erstes Cash so richtig. Ultra gut. Aber mit Strom machen wir, ja, so gerade ist eigentlich sehr gut, aber mit Strom machen wir langsam Sorgen, weil wir halt sau viele Lichter hier haben, ne? Okay, ich glaube, wir haben zu viele Gewerbegebiete gebaut. Weil die Nachfrage, ne? Aber wir können auch hier alle bauen, ne? Ja, die können alle überall bauen, aber langsam ist halt wirklich fähig. Hier können die noch bauen. Ich würde sagen, hier bauen wir auch noch so eine kleine Straße. Zack. Dass auch überall bewohnbar ist, ne? So, da ist sau viel Platz, ne? Und dann, dass die auch nicht mehr rumheulen wegen ihrem Gewerbe, bauen wir hier auch noch ein Gewerbegebiet hin. Ey, langsam, ne? Langsam wird es auch. Wir verdienen sau viel Tacken. Ich weiß nicht, warum einige mal ausziehen. Es kann sein, weil da hier nicht so wenig Platz ist. Wasser! Verdammt, stimmt, Wasserprobleme. Och, ich Idiot. Ich hab vergessen, alles mit Wasser zu machen. Darum sind die nicht so glücklich. Och, Mann. Ich habe mich ja schon gewundert. Okay, das müssen wir sofort beheben. Das darf ja gar nicht sein, dass es denen nicht gut geht. Also, ne? Durch den verdienen wir unser ganzes Cash. Das sind ja unsere Cash-Katzen. So, das passt. Ja, so passt. Leute, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt bei allen die Steuern auf Maximum. Jetzt brauchen wir das Geld. Meine Idee ist es. Wenn ich hier bestenfalls so zu platzieren, wir werden jetzt sau viel Minus machen, aber wir müssen jetzt halt Kohle machen. Weil wir machen richtig krass Minus. Darum würde ich sagen, holen wir jetzt kein Darlehen mehr. Wir versuchen jetzt halt alles zurückzuzahlen. Weil ich wirklich so schnell wie möglich erstmal alles zurückzuzahlen, damit wir das mal alles vorkommen. Die Steuern von Industrie, weil die haben sich am Ende beschwert. Und denen geht es, glaube ich, auch am besten. Hier. Ja,
Den geht's sau krass und Gewerbe geht's auch sehr gut. Okay, dann machen wir aber natürlich Industrie, weil da wollen wir Money machen. Genau, würde ich sagen, wir machen gleich mal weiter. Ja, die beschweren sich ganz schnell. Und wir machen Minus. Oh Gott. Das ist nichts. Was ist unser Problem? Soll ich jetzt die Steuern überall mal auf testweise so auf 14 setzen? Ich hab zwar gesagt, wir machen das jetzt so langsam überall hoch, aber wir brauchen wirklich die Kohle. Und wir machen immer noch nicht. Okay. Ich hole mir jetzt noch ein Darlehen. Das ist das letzte Darlehen, was ich mir jetzt vertrugen, ne? Und bitte wird das jetzt halt funktionieren. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Oh, das wird zu schnell. Bitte. Ich habe mir noch so viel Mühe gegeben, alles perfekt zu machen. Und ich habe mir so viel, ich habe alle Darlehen, wo ich mir holen konnte, schon genommen. Und jetzt wäre das wirklich richtig krasse Nachteil, wenn ich jetzt wirklich nichts bringt. Also wenn ich wirklich jetzt ein fettes Problem habe. Jetzt geht es denen saugut. Okay. Aber denen hier geht es richtig schlecht. Und was passiert, wenn ich hier, dann geht es bis zu den Häusern. Okay. Und die produzieren alle wieder Geld. Okay. Das hat sich ultra gelohnt. Aber hier sieht man die Verschmutzung, ne? Die Verschmutzung wird hier langsam wirklich. Und hier mit dem Oxo. Wieder ein paar Leute. Kommt so langsam alles her. Haben wir alles mit Wasser versorgt? Ja. Und die brauchen alle Strom. Okay. Ich habe jetzt schon inzwischen 5 solche Dinger platziert. Aber es hat immer noch nicht. Jetzt platziere ich noch hier Prinzip. Besser Geber. Blazen alle, die hier nur 6 haben. Wir hier hin und dann machen ein bisschen mehr. Bis ein geht's. Okay? Das machen wir jetzt so richtig krass. So richtig, wir wollen Geld verdienen. O7, hier 7. In diesem Gebiet. Okay, das merken wir uns. Hier bei 7, in diesem Gebiet. Jetzt sind wir hier, weil hier auch 7 geht, oder? 7, okay. Machen wir die alle jetzt halt schön dahin, wo 7 liegt. Damit sich das auf jeden Fall lohnt. Ich gebe Geld aus, oh, kostet Geld so weg zu passieren. Okay. Dann platzieren wir jetzt hier noch. Können wir bitte von da nach da. 340. Okay. Langsam. 20. Wir haben 24. Ah! Wir machen noch mehr mit minus 9. Ich hab. Hier überall auf den Nachfragen hier schon. Die Steuern sind zu hoch. Was ist das? Steuern sind zu hoch. Strauch, was ist denn? Das ist ein Haus, ne? Sind sie ein, zwei? Was wollen die alle mit ihren Steuern? Okay. Es ist zwar ein relativ gutes Haus. Wir machen jetzt halt die Steuern für dieses Kleinding. Und damit die sehen, okay, wie meinst du ernst, machen wir jetzt halt bei. Nur bei den Wohngebäuden. Und zum einzelnen Tipp. Und wenn die jetzt alle einfach süchtig werden, dann werde ich bei allen für ein paar Minuten, also für ein paar Sekunden, in echt Leben auf dem Maximum. Also, wenn wir die Kohle haben. Aber Leute, wie es mit unserer Stadt weitergeht, sieht man in der nächsten Folge. Ich sag ciao und das war's. Tschüss. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the website.